Da sind wir wieder. Der Hans und der Patrick. Jawohl. Wir schließen da an, wo wir letztens aufgehört hatten. Wir waren mit der Trucks NRS unterwegs. An dem Tag hatten wir auch die Tiger 900 GT Pro dabei. Mittlerweile ist aber ein bisschen Zeit vergangen. Ihr seht das auch, das Wetter ist mittlerweile besser. Und jetzt haben wir uns nochmal die GT Pro geholt, um einfach nochmal, ja, damit du sie nochmal länger fahren kannst und damit wir einfach nochmal ein paar zusätzliche Eindrücke haben und natürlich auch ein paar mehr Aufnahmen, die wir hier einspielen können. Ein paar Fotos haben wir gemacht, ne? Waren schön an der Elbe, Sonnenuntergang. Das haben wir also komplett ausgenutzt, dass das da alles so leer war, ne? Herrlich. Also da muss man sagen, das ist schon echt ganz nice. Ja. Wie ist dein Eindruck? Tiger 900 GT Pro. Ich glaube, er hat sich sogar so ein klein bisschen gewandelt seit dem letzten Mal, oder? Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nochmal das Video machen. Ich hatte ja den Sprung von der Trucks NRS auf die Tiger vollzogen an dem einen Tag. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war dieses Ungewöhn auf das andere Fahrwerk, das war ein bisschen, ja, es war jetzt nicht schwierig, aber ich bin ja den ganzen Tag das andere Fahrwerk gewohnt gewesen. Und wenn man nicht so einen kompletten Reboot im Kopf macht, dann ist es schwierig. Und dadurch, dass jetzt die Zeit vergangen ist und wir jetzt nochmal losgefahren sind, um die Aufnahmen zu machen, habe ich nochmal einen komplett anderen Eindruck von der Tiger bekommen. Und wie ist der? Bombe. Also das ist ja der krasseste Allrounder, den ich je gefahren bin. Also du siehst, ich habe wieder dieses Smilen im Gesicht, das ich nicht wegbekomme. Und die Maschine ist einfach ein Kracher. Also sie ist sportlich. Und was mich besonders beeindruckt hat, man kann während der Fahrt, die hat ja so ein mega Cockpit, kann man im Cockpit die Härte des Fahrwerks einstellen und auf die Bedingungen. Und dadurch, dass man das direkt einstellen kann, hat man auch direkt ein Feedback und man merkt es auch. Also man merkt, die Federung ist jetzt weicher, die Federung ist härter, wie man es gerade braucht oder wie man es mag. Und also ich bin so geflasht gewesen von der Maschine. Für mich ist es der absolute Allrounder geworden. Also so im Kopf kenne ich keine andere Maschine, die das, die diese ganzen Fähigkeiten mitbringt, wie diese Maschine. Ja, mir ging es beim ersten Mal eigentlich so wie dir jetzt beim zweiten Mal, weil ich bin da ja direkt auf die Tiger aufgestiegen. Ja, und ich hatte also auch von Anfang an dieses Grinsen im Gesicht. Damals war es noch ein bisschen kälter. Ja. Griffheizung an, ja. Sitzheizung an. Ich habe ja schon bei deinem Instagram-Account gesehen, ja, Sinnigkeit bei der Duro-Sitzheizung. Hey, das ist die geilste Erfindung. Also manch Purist wird vielleicht sagen, ach, so ein Schnickschnack, den brauche ich nicht. Ja? Ja. Aber ganz ehrlich, also jetzt gerade aktuell, wir haben ja schönstes Wetter, aber es wird halt abends auch kalt. Ne? Es wird abends 5, 6 Grad kalt. Boah, und dann so eine Sitzheizung, also gerade für diejenigen, die sowas vielleicht auch als Alltagsfahrzeug nehmen, die auch sagen, ich mache damit jeden Tag meinen Weg zur Arbeit und so weiter. Bombe. Dann der Schaltassistent. Schalten ohne zu kuppeln. Braucht man auch nicht, ne? Aber es ist einfach, es ist ein wunderbares Spielzeug. Du lässt einfach das Gas stehen und dann klack, 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 klack. Also herrlich, ne? Also ich denke mal, das verhält sich wie mit der Servolenkung beim Auto. So, die Leute, die es nicht kennen, die Menschen, die es nicht kennen, die wissen es nicht, die kennen es nicht. Aber sobald die Servo dann erstmal da ist und der ganze andere Schnickschnack erstmal da ist, dann möchte man das auch irgendwie nicht mehr missen. Ne? Also, und so ähnlich empfinde ich das dann da auch. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass die Tiger 900 ist natürlich auch auf Reisen ausgelegt. Ja, das ist natürlich auch ein Motorrad. Das ist nicht dafür gemacht, dass du das einmal sonntags aus der Garage holst, um damit zur Eisdiele zu fahren für dein Spaghetti-Eis. Also da hat deine Bonneville gestern komplett abgesahnt. Also ich war schon neidisch auf die ganzen Blicke, die du abkassiert hast. Ja, optisch zum Posen ist so ein Retro-Modell natürlich besser. Ja, ne? Das war klasse. Man konnte die ganzen Blicke alle sehen, wie sie dich verfolgt haben. Mich haben sie, ich war wie Luft. Ne? Ich hoffe, die haben mich angeguckt und nicht das Motorrad. Ne? Sicher. Nein, und die Tiger ist halt einfach auch so ein Motorrad, mit dem kannst du wirklich mehrere hundert Kilometer problemlos abreißen. Es ist eine super Sitzposition. Ja. Das Windschild hält genug Wind ab, dass du damit auch wirklich mal höhere Geschwindigkeiten fahren kannst. Das hat mich auch beeindruckt. Also wenn du da den Vergleich halt ziehst zu Motorrädern, die komplett unverkleidet sind, dann merkst du das halt sofort. Auf der Tiger ist das überhaupt kein Problem, mit 130 zu fahren. Da kannst du mit 130 cruisen.
was natürlich auf so einer Bonnie schon anstrengend ist. Hast du auch gesehen, wenn ich beschleunigt habe, habe ich immer noch die gerade Sitzposition gehabt, ne? Und man hat alles noch im Blick, also so vom... Man muss sich nicht so weit runterbücken oder so, um den Wind zu, diesen Windzug zu entgehen. Ne? Man kann beschleunigen und kann seine aufrechte Position schon fast beibehalten, sag ich mal. Ne? Ja, das Windschild vorne kann man auch verstellen. Ja. Ne? Also das ist einfach nur so ein Mechanismus, das geht relativ einfach. Kann man auch während der Fahrt. Oben ist noch sein Extra. Ja, also für besonders große Leute, das kann man optional dazu nehmen. Das, keine Ahnung, wird Sonderzubehör sein. Ne? Aber mich hat vor allem auch, der Motor hat mich voll angemacht. Das ist ja Wahnsinn. Die 900 ist ja natürlich vermeintlich erstmal die kleine Maschine. Ja. Ja. Und ich bin ja auch so jemand, höher, schneller, weiter. Haben ist besser als brauchen. Ja. Aber wenn du auf diese Maschine total unbedarft aufsteigst, also ich habe zum Beispiel auch, ich habe mir gar keine Werte angeguckt. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel PS hat die, wie viel Newtonmeter hat die, Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Ich bin da einfach drauf gestiegen und habe gesagt, ich fahre die jetzt mal. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf dem vermeintlich kleineren Modell sitze. Man hat nicht das Gefühl, dass man untermotorisiert ist. Überhaupt nicht. Also ich finde, sie klingt auch noch ganz gut. Das ist ja gut, mittlerweile durch Euro 5 ist natürlich alles so ein bisschen entschärft. Ja, aber doch, ich war schon auch positiv überrascht, wenn man die Drehzahl ein bisschen hoch gemacht hat. Schon ein bisschen kernig, ne? Kernig. Und was mir auch aufgefallen ist, sie geht auch super durch die Kurven. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du da groß ackern musst. Genau, das war ja das Problem beim ersten Mal, was ich hatte. Als ich die Trucks in R gefahren bin, hatte ich ja zuerst den Eindruck, dass ich mit der Tiger jetzt dieses Kurvenverhalten nicht so habe. Aber es ist einfach ein anderer Schwerpunkt. Man muss sich einfach, deswegen war dieser Reboot oder dieses etwas länger nicht fahren und dann dieses Motorradfahren war total nötig, um mich zu heilen. Also ich habe einen ganz anderen Eindruck jetzt. Ne? Zu heilen ist gut. Also es ist vielleicht ja auch eine ganz gute Idee, dass man einfach so vollkommen unterschiedliche Maschinen vielleicht nicht unbedingt im AB-Vergleich fährt, ne? Also dass man nicht direkt von einem aufs andere springt, ne? Genau. Sondern dass man zumindest da mal ein paar Stunden oder einen Tag verstreichen lässt, bevor man was anderes ausprobiert. Genau, und dann gestern habe ich dann diese Kurvenlage erst zu schätzen gelernt, was das Motorrad überhaupt kann. Du warst flott unterwegs. Ja, jetzt schäme ich mich etwas. Aber ja, es hat einfach Spaß gemacht. Wenigstens schämst du dich, ne? Ja. Es hat Spaß gemacht. Ja, mega natürlich das Display, das hast du schon angesprochen. Ich denke mal, der ein oder andere, der wird das natürlich für sehr verspielt halten, weil du kannst Farben einstellen. Du hast 3 oder 4 Farbprofile, du hast verschiedene Konfigurationsprofile, sodass du entweder zum Beispiel die Drehzahl präsent hast oder auch andere Anzeigen. Ich persönlich bin ja für sowas empfänglich. Ich bin ja so ein Spielkind. Ja. Ich mag natürlich auch die analoge Armatur. Vielleicht hätte man da noch irgendwie was machen können, dass da irgendwie so Tachos eingeblendet sind. Aber also für so einen Steinzeitmenschen ist das Science Fiction, ne? Aber ganz ehrlich, gestern hast du mich einmal angehupt, weil ich mich da so drinne. Aber die Ampelschaltung war auch brutal lange. Die war brutal lange und irgendwann habe ich gedacht, gut, jetzt fange ich mal an zu spielen. Also als kleiner Tipp. Macht euch vorher mit dem Display vertraut, weil man verliert sich ein bisschen drin. Ne? Also ja, da muss man sich eine Stunde Zeit nehmen. Ja. Aber es macht Spaß. Ja, du hast dann natürlich auch so Schnickschnack wie diese neue Triumph-App, die du direkt darüber ansteuern kannst. Du kannst auch eine GoPro darüber ansteuern. Was mega ist. Was im ersten Moment denkst du erstmal, das ist Spielkram. Aber gerade wir
wir filmen ja sehr viel mit GoPros. Ja. Und es ist halt immer so, wenn wir filmen, dann versuchen wir natürlich oft den Kamerawinkel zu ändern, weil die Filme natürlich interessanter werden. Also das mal als kleiner Tipp für alle, die so ein bisschen hobbymäßig filmen. Es gibt nichts Langweiligeres, als sich die Kamera vor die Brust zu schnallen, damit 2 Stunden durch die Gegend zu fahren und dann ein Video mit nur einer Perspektive zu haben. Wir haben gestern 5 oder 6 Stopps gehabt, ne? Deswegen. Ich gehe immer gestoppt. Andere. So, und wenn die Kamera dann natürlich irgendwo hinten ist oder auch mal irgendwo unten, dann ist es schön, wenn du sie vom Lenker aus relativ einfach ein- und ausschalten kannst, weil sonst läuft die einfach eine Stunde mit und du hast einen riesigen Haufen Datenmüll. Ja. Und jeder, der Video macht, der wird das wissen. Das Schlimmste ist eigentlich, sich das ganze Material nachher anzugucken und dann halt die relevanten Stellen rauszusuchen. Ja, und selber dann eigentlich schon fast einzuschlafen, ne, bei dem Material. Dann, man verliert auch ein bisschen so die Motivation vielleicht, ne, da irgendwie da sich durchzuwurschen, weil es einfach zu lange dauert. Sag mal zur GoPro, hat man da das Live-Bild im Display oder ist das nur eine Steuerung? Nee, also das wäre natürlich geil, wenn du das Live-Bild auf dem Display Rückfahrkamera hättest. Eingebaut. Nee, also es ist eine Steuerung. Also in erster Linie ist es natürlich, um die GoPro zu starten und zu stoppen. Okay, das ist so das wichtigste Feature. Nee, ein Live-Display, also ich glaube, Netflix läuft auch nicht drauf auf dem Display. Aber eine Sache fällt mir da ein, wo ich sage, das hätte ich mir noch so ein bisschen gewünscht. Triumph hat ja jetzt die eigene App und ich finde das auch cool, dass die da eine eigene Entwicklung machen, dass die das alles integrieren. Ich hätte es noch einen Tacken cooler gefunden, wenn sie vielleicht CarPlay integriert hätten. Ein was? CarPlay. Es gibt ja Apple CarPlay, das ist ja quasi, ich habe das bei mir im Auto und dann stöpselst du einfach dein Mobiltelefon an und dann hast du das Display deines Mobiltelefons gespiegelt. Oh, mega. Und du kannst dann halt Apps wie Google Maps und so weiter nutzen. Ja, ne? Wahnsinn, das ist natürlich klasse. Das wäre vielleicht noch, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sage, das hätte ich noch mal so als i-Tüpfelchen. Also ist da jetzt kein Navigationssystem integriert? Ja, doch, du hast das Triumph-eigene. Das Triumph-eigene. Ne? Okay. Also Triumph hat ja eine eigene App. Und das funktioniert über GPS, ne? Genau. Ja, okay. Nur eins muss man ja auch sagen, wir sind es ja alle gewohnt, unsere typischen Apps zu benutzen. Ich denke mal, die meisten benutzen Google Maps. Ja. Ich habe in Google Maps, da habe ich Adressen schon drin, da findest du alles sehr, sehr schnell und so weiter. Und ich bin halt immer so ein Freund davon, die gleiche App in allen verschiedenen Fahrzeugen zu benutzen, statt in jedem Fahrzeug eine eigene Anwendung. Okay, okay. Naja, und das wäre so der einzige Punkt. Aber hey, auf der anderen Seite, man soll fahren, ne? Und im Endeffekt ist das Navi ja mehr für Notfälle. Ja. Verfahren haben wir uns gestern dann übrigens auch. Ja, gut, es wurde dunkel irgendwann. Ja, es war dunkel und man wurde auch irgendwann ein bisschen dösig. Ne? Ja. Und dann mussten wir das Navi anschmeißen. Ja, als Fazit kann ich nur sagen, dass das echt ein Traumbike ist, um damit eine Tour zu machen. Also wenn irgendwann wieder mehr Normalität auch im Reisen einkehrt und man wieder ins Ausland fahren kann, ich könnte mir echt vorstellen, auf so einem Bike wirklich so eine Norwegen-Tour, da 2 Wochen. Ich bin echt kein Freund von Alukoffern, aber hier würde ich mir tatsächlich hinten so Alukoffer dran knallen, ne, kleinen Kocher da rein, ein bisschen Kaffee dabei, leckeren Kaffee. Ja. Ne, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Das Motorrad verleitet einen auf jeden Fall zu träumen von einem tollen Abenteuer irgendwie, ne? Also so ein Adventure irgendwie, so einen romantischen. Ja, also absolut. Ne? Ja. Wir hatten jetzt die GT Pro im Einsatz, das hatten wir am Anfang nur kurz erwähnt. Es gibt ja verschiedene Modelle. Die GT Pro ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr für Straße-Reise ausgelegt. Sie hat ja auch Straßenbereifung ab Werk drauf. Es gibt ja dann noch die Rallye. Über die Rallye machen wir noch mal ein extra Video. Die ist dann, die hat ein größeres Vorderrad, die hat ein 21 Zoll Vorderrad, die hat Stollenreifen drauf. Ja. Die ist noch mal ein bisschen anders abgestimmt und so weiter. Aber das machen wir dann in einem anderen Video. Ne? Als mein Fazit würde ich jetzt noch sagen, für mich ist, ich bin jetzt alle Modelle irgendwie gefahren von Triumph und jedes Mal sage ich irgendwie, oh, das ist jetzt mein Favorit oder das ist jetzt so mein Favorit. Aber irgendwie haben sie alle ihre eigenen Qualitäten und ihre Einsatzbereiche, würde ich jetzt so sagen. Aber das rundeste und das stabilste Paket, finde ich, bietet wirklich die Tiger. Weil du hast dieses Sportliche, du hast dieses Enduro-Feeling, du hast das sichere aufrechte Sitzen, du hast das Windschild vorne. Ich finde, die hat so viele positive Aspekte. Sie ist vielleicht nicht unbedingt
Sie ist halt nicht diese klassische Bonneville, wo es wirklich auch um Blickfang irgendwie geht. Ich finde aber, dass sie so an sich einfach das Rundeste bietet. Und wenn man einen Allrounder sucht, ich glaube, dass man vielleicht auch ein bisschen von den Aspekt weggehen sollte, es ist jetzt ein Enduro, man sollte vielleicht sich das Gesamtpaket einfach anschauen. Und da finde ich sie wirklich momentan als mein absoluter Favorit in der Modellpalette. Also ich finde vor allem, das wäre auch so ein Motorrad, wenn sich jetzt jemand den Luxus leistet, ein Zweitmotorrad zu haben, dann ist zum Beispiel so ein Retro-Bike, egal ob Thruxton oder Bonneville oder Speed Twin oder so, kann man halt super kombinieren damit, ne? für lange Reisen. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen posen wollt, dann Eisdiele, dann holt ihr die Thruxton raus. Ne? Ja, ich glaube, abschließend können wir eigentlich nur die Standardempfehlung geben. Das Ding muss man einfach fahren. Wir können hier schnacken, was wir wollen. Das könnt ihr uns glauben oder auch nicht. Letztendlich muss man sich da draufsetzen, muss damit einfach mal ein bisschen gefahren sein. Interessant war ja auch mal so ein Feedback, wenn jemand herkommt und die fährt, das Video gesehen hat vorher, mal zu schreiben, das empfinde ich auch so oder halt auch nicht. Ne? Ja, ihr könnt ja mal, also wenn ihr Lust habt und wenn ihr die mal gefahren seid, schreibt ruhig mal so euren Eindruck unter das Video. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback zu der ganzen Auf Geschichte. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss, zum nächsten Leute. Mal. Tschüss. Thank you.